2012 war ich 24 Jahre alt und noch im Studium bei Professor Jens Björn Larsen in Hannover. Ich habe mich damals sehr auf Wettbewerbe und Solokonzerte konzentriert. Der Markneukirchener Wettbewerb war bereits mein zweiter Wettbewerbserfolg. Der Markneukirchener Wettbewerb ist für uns Tubisten einer der renommiertesten Wettbewerbe weltweit. Der zweite Grund, warum der Markneukirchener Wettbewerb für Tuba so wichtig ist, ist wegen der vielen renommierten Blechblasinstrumentenbauer und Fabriken, die dort gibt. Der schönste Moment für mich war der Preisträgerkonzert. Ich konnte dann viel entspannter und freier spielen, weil ich natürlich schon wusste, dass ich den ersten Preis gewonnen habe. Nach meiner Erfahrung mit Wettbewerben, ich habe gelernt, an mich sehr kritisch zu sein. Immer wenn ich übe, ich versuche ganz genau zu hören, so wie eine Jury die ganze Zeit da wäre und auf mein Spiel zugehört hat und später mich bewerten muss. Im Jahr 2013, ich habe das Probespiel beim Orchester der Deutschen Oper Berlin gewonnen und seitdem bin ich in der Hauptstadt zu hören. Außerdem assistiere ich Professor Jens Björn Larsen in Hannover und unterrichte als Lehrbeauftragter der dortigen Tuba-Klasse. Es hat mich positiv überrascht, wie klein der Staat ist und trotzdem so voll mit Musik ist. Viele Läden mit Instrumenten, Museen und Fabriken gibt es dort zu besuchen. Mein persönlicher Tipp wäre, das ganze Programm vorzubereiten, vor der ersten Runde bis zur Finale und wenn möglich alle Stücke vor dem Wettbewerb in Konzerte zu spielen. Man fühlt sich dann viel sicherer, wenn man schon die Stücke einmal gespielt hat. Jede Runde ist ein kleines Konzert.